Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Entschuldigung, aber das gehört jetzt mit dazu. Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu meinem heutigen Special. Alle, die mich kennen, wissen ja, dass ich nicht nur gerne sehr, sehr spannende Bücher lese, sondern auch gerne sehr, sehr spannende Filme schaue. Und die besten Thriller, finde ich, sind immer noch die in Schwarz-Weiß, weil die so eine ganz besondere Atmosphäre haben. Meine Lieblings-Schwarz-Weiß-Filme, Schwarz-Weiß-Thriller, die habe ich mal auf eine Liste gepackt und die möchte ich euch heute einmal vorstellen. Ich kann leider keine Filmausschnitte zeigen, aus den bekannten Gründen. Deshalb habe ich meiner Kreativität freien Lauf gelassen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und natürlich passiert das alles in Schwarz-Weiß. Und ich würde sagen, wir starten einfach, weil Zeit ist Geld. Der erste Film auf meiner Liste ist Das Haus der Lady Allquist. Er basiert auf dem Theaterstück Gaslight von Patrick Hamilton. Wir befinden uns im viktorianischen London. Paula Allquist findet eines Tages ihre Tante, die schwerreiche Lady Allquist, ermordet in ihrem gemeinsamen Haus. Schwer gezeichnet von diesem Schock flüchtet sie in die Ehe mit dem befreundeten Pianisten Gregory Anton. Sie ziehen gemeinsam in das Haus der ermordeten Tante. Nach einiger Zeit bemerkt Paula seltsame Dinge. Bilder verschwinden. Das Gaslicht flackert. Und Paula hört Schritte auf dem verschlossenen Dachboden. Hat die Trauer um ihre ermordete Tante Paula um den Verstand gebracht? Oder steckt noch mehr dahinter? Das Haus der Lady Allquist wurde 1944 mit den Hauptdarstellern Ingrid Bergman, Charles Boyer und Joseph Cotten gedreht. Regie führte George Cukor. Die Bergman wurde für ihre Rolle als scheinbar dem Wahnsinn verfallene Paula mit einem Oscar ausgezeichnet. Was für eine amerikanische Familie zu einem schönen Badeurlaub werden sollte, endet in Sekunden der Angst in einer Katastrophe. Auf Platz Nummer 9. Das Ehepaar Stillwell fährt an die Küste, um ein paar entspannende Stunden am Strand zu verbringen. Der Ehemann hat allerdings unter einem Bootssteg einen Unfall und wird im Wasser eingeklemmt. Das Problem ist, die Flut kommt, er kann sich nicht selbst befreien und droht zu ertrinken. Seine Frau lässt ihn allein, um Hilfe zu holen, trifft auf dem Weg in die Stadt allerdings einen flüchtigen Verbrecher, der sie gefangen hält. Die Uhr tickt. Kann sie ihren Mann noch retten? Barry Sullivan spielt den Mann, Barbara Stanwyck spielt die Frau und Ralph Meeker den Kriminellen. Den Film aus dem Jahre 1953 inszenierte John Sturges. Der Wettlauf gegen die Zeit ist richtig spannend. Auf der einen Seite der Hand hat er auf den Knöcheln Love stehen. Auf der anderen Seite der Hand hat er auf den Knöcheln Hate tätowiert. Robert Mitchum spielt in Die Nacht des Jägers das personifizierte Böse. Harry Powell wird aus dem Gefängnis entlassen und gibt sich als Wanderprediger aus. Er hat es auf Willa Harper abgesehen, die Witwe des hingerichteten ehemaligen Zellenkumpans von Powell. Dieser hat ihm damals verraten, dass seine Beute an einem sicheren Ort versteckt ist. Powell geht jetzt davon aus, dass entweder die Witwe oder die beiden Kinder den Ort des Verstecks kennen. Es kommt zu einer gnadenlosen Verfolgung, bei der Powell keine Mittel scheut, um an das Geheimnis zu kommen. Auf der Suche nach der Wahrheit reitet er durch die Nacht und ruft nach den unschuldigen Kindern. Nervenaufreibend, düster und gnadenlos ist dieser 1955 von Charles Laughton gedrehte Film und zählt heute zu den besten Thrillern aller Zeiten. Und wir gehen nach Europa. Der einzige Film aus Frankreich auf meiner Liste heißt Augen ohne Gesicht. Musik.
Les yeux sans visage, die Augen ohne Gesicht, gehören Christiane, die von den Einwohnern eines kleinen Dorfes in der Nähe von Paris für tot gehalten wird. In Wahrheit lebt sie versteckt im Haus ihres Vaters, denn sie wurde bei einem von ihm verschuldeten Autounfall schwer entstellt. Seitdem trägt sie eine weiße Maske. Der Vater, von Schuldgefühlen geplagt, möchte das schöne Gesicht seiner Tochter wiederherstellen und experimentiert mit Hauttransplantationen. Das Material für seine Experimente besorgt er sich von jungen Frauen. Der französische Schwarz-Weiß-Film von 1960 soll bei einer Aufführung bei einem Festival in England reihenweise Ohnmachtsanfälle ausgelöst haben. Also genau das Richtige für unsere Liste. Auf Platz 6 fragen wir, was geschah wirklich mit Baby Jane? Was geschah wirklich mit Baby Jane? Die Schwestern Jane und Blanche Hudson leben gemeinsam zurückgezogen in einer Villa in Hollywood. Jane war vor vielen Jahrzehnten ein gefeierter Kinderstar. Auch Blanche machte Karriere in Hollywood, doch ein Autounfall fesselte sie an den Rollstuhl. Jane kann die selbst auferlegte Isolation kaum ertragen und wird zur Alkoholikerin, die mehr und mehr den Bezug zur Realität verliert. Sie flüchtet in Fantasien, in denen sie wieder der Kinderstar ist und auf der Bühne steht. Sie träumt von einem Comeback. Jane glaubt aber, dass ihre pflegebedürftige Schwester ihr bei dem geplanten Comeback als vermeintlicher Kinderstar im Wege steht. Und so ersinnt sie einen grausamen Plan. Der Regisseur Robert Aldrich engagierte die zwei Weltstars Bette Davis und Joan Crawford, die selbst die Höhepunkte ihrer Karriere bereits weit hinter sich hatten. Gregory Peck und Walter Matthau spielen die Hauptrollen in dem Thriller Die 27. Etage. Stromausfall in einem Wolkenkratzer in New York. David Stillwell versucht, durch das dunkle Treppenhaus hinaus zu gelangen. Er findet sich allerdings im vierten Untergeschoss des Gebäudes wieder. Als es ihm gelingt, auf die Straße zu kommen, hat sich dort bereits eine Menschenmenge versammelt, die um eine Leiche steht. Der Tote ist scheinbar aus einem der oberen Stockwerke des Gebäudes gefallen. Stillwell ist entsetzt und fährt völlig verwirrt nach Hause. Als er am nächsten Tag eigene Nachforschungen über den Toten anstellt, muss er feststellen, dass das Hochhaus, in dem er sich gestern noch verlaufen hatte, gar kein Untergeschoss hat. Ebenso hat er den Eindruck, die ganze Zeit verfolgt zu werden. Nach und nach steigert sich Stillwell in Verfolgungswahn und Verschwörungstheorien. Irgendwann sucht er den Psychiater Dr. August Broden auf. War das eine gute Idee? Wäre die 27. Etage mit Gregory Peck und Walter Matthau ein Buch, wäre es ein Page-Turner. Und es wird Zeit für den Altmeister des Thrillers, des Grauens, der Spannung, der Suspense, Alfred Hitchcock. Auf Platz 4, Verdacht. Die reiche Lina lernt den eleganten Johnny kennen, verliebt sich in ihn und beide heiraten und ziehen auf ihren Landsitz. Lina merkt allerdings schnell, dass Johnny häufiger als erforderlich in die Stadt fährt. Sie vermutet zunächst, dass er geschäftliche Dinge regelt, bis sie merkt, dass dem nicht so ist. Sie hegt einen schlimmen Verdacht. Ist Johnny nicht der, der er zu sein scheint? Alfred Hitchcock, der Meister des Thrillers, inszenierte den Film 1941 mit seinen späteren Lieblingsschauspieler Cary Grant und Joan Fontaine, die für ihre Rolle der Lina mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.
In die Filmgeschichte ging eine Szene ein, in der Cary Grant seiner Frau ein Glas Milch ans Bett bringt. Um der Szene zusätzliche Spannung zu verleihen, ließ Hitchcock die Milch von hinten beleuchten. Dadurch wirkte sie bedrohlicher, aber ist es nicht nur ein Glas Milch? Und wir gehen in die Schweiz, denn dort spielt der Thriller Es geschah am helllichten Tag, für mich einer der besten Thriller überhaupt, auf Platz 3. Es geschah am helllichten Tag. Die deutsch-schweizerisch-spanische Produktion nach einem Drehbuch von Friedrich Dürrenmatt, der anschließend den Erfolgsroman Das Versprechen daraus machte. Nahe Zürich treibt ein Kindermörder sein Unwesen. Dr. Mattei von der Kantonspolizei, gespielt von Schauspiellegende Heinz Rühmann, soll ermitteln. Er freundet sich mit einer alleinstehenden Mutter an und nutzt die kleine Tochter Annemarie als Lockvogel. Derweil kann der Geschäftsmann Schrott, brillant gespielt von Gerd Fröbe, seine dunklen Triebe nicht mehr im Zaum halten und sucht ein neues Opfer. Da kommt ihm die kleine Annemarie gerade recht. Was Schokotrüffel? Eine Handpuppe und ein Schweizer Nummernschild mit dem Film zu tun haben, schaut ihn euch an. Und wir kommen der Spitze meiner Liste immer näher auf Platz 2. Einer der absoluten Klassiker des Thriller-Genres, basierend auf einem Drehbuch von Graham Greene. Wer oder wo ist der dritte Mann? Wien nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie Berlin ist auch die Donaumetropole in 4 Sektoren der Alliierten aufgeteilt. Und so tummeln sich viele Ausländer und Glücksritter in der Stadt. So auch der amerikanische Schriftsteller Holly Martins, der an der Beerdigung seines Freundes teilnimmt. Doch nach der Beisetzung besucht ihn ein Militärpolizist und eröffnet ihm einen schwerwiegenden Verdacht gegen seinen Freund Harry Lime. Martins, der die Anschuldigungen nicht wahrhaben will, recherchiert auf eigene Faust und macht unglaubliche Entdeckungen. Ist sein Freund Harry Lime der dritte Mann? Graham Greene schrieb das Drehbuch zu dem 1947 produzierten Thriller. Regisseur Carol Reed konnte mit Joseph Cotten und dem genialen Orson Welles 2 Weltstars engagieren, die sich im Wiener Untergrund, in den Ruinen der Stadt und im Riesenrad des Wiener Praters ein unvergessliches Duell liefern. In Erinnerung bleibt auch die unverwechselbare Filmmusik, gespielt auf einer Zither, einer der besten Filme der Geschichte. Und natürlich gehört Platz 1 wieder dem absoluten Altmeister, dem besten Regisseur der Welt, Alfred Hitchcock. Wer kennt ihn nicht, den Streifen Psycho, mit dem Alfred Hitchcock damals Filmgeschichte geschrieben hat? Wer kennt sie nicht, die einprägsamen Szenen aus diesem Film? Auf Platz 1, Psycho. Unangefochten auf Platz 1 ist das Meisterwerk Psycho von Alfred Hitchcock. Eine junge Frau stiehlt Geld und rastet auf der Flucht in Bates Motel. Der Rest ist Geschichte. Oft kopiert und nie erreicht wurde die Duschszene, in der eine der Schauspielerinnen brutal umgebracht wird. Obwohl eigentlich keine Gewalt zu sehen ist, gelingt es Hitchcock,
durch schnelle Schnitte und durch diverse Kameraperspektiven einen brutalen Mord zu inszenieren. In den USA löste der Film teils große Empörung aus. Nicht, weil er brutal oder schockierend war, nein, weil man zum ersten Mal im amerikanischen Kino sah, wie ein Wasserklosett gespült wurde. Das war den konservativen und prüden Amerikanern dann doch zu viel. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch richtig Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt, mache ich gerne nochmal ein Special. Die Themen könnt ihr mir gerne vorschlagen. Ich plane nochmal so ein Stephen King Special zu machen und ein Special über meine Sachbücher, die ich so in den letzten Monaten gelesen habe. Mal schauen, vielleicht trifft das ja auch auf euer Interesse. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und Adele!